der Auftakt gegen Hüttenberg ist gelungen in neu formierter Mannschaft. Wie hat es sich für den alten und neuen Kapitän des ASV angefühlt? Ja, ganz fantastisch. Man muss ja wirklich sagen, dass man immer am ersten Ligaspieltag nie so richtig weiß, wo man steht. Du hast es angesprochen, wir hatten einen großen Umbruch, haben uns jetzt zuletzt in der Vorbereitung auch das Selbstvertrauen geholt über die Ergebnisse, aber auch über die Arbeit, die wir im Training gehabt haben. Und dementsprechend groß war natürlich dann die Freude über das erste Heimspiel, was wir hatten. Und dann natürlich auch mit einem Heimsieg das Ganze zu belohnen, war schon ein super Gefühl, ja. Kleine Randnotiz, der Kapitän steht auch in der 7 des Spieltags in der zweiten Handball Bundesliga. Lohnt für die Leistung der Mannschaft oder wie bewertest du das? Ja, das ist man als Außener immer so ein Stück weit. Ne? 7 Meter hole ich selten selber raus und auch die Bälle vorher, die ich aus in der Ecke bekomme, die werden durch die Jungs vorbereitet. Insofern ist das, glaube ich, der Lohn aus der guten Mannschaftsleistung. Ja, ja, einen Umbruch hat es gegeben tatsächlich im Personellen, bei den Spielern und auch auf der Trainerbank. Bei wie viel Prozent siehst du denn den ASV? Weil der Findungsprozess dürfte ja noch lange nicht abgeschlossen sein. Ja, das ist er definitiv noch nicht. Schwer einzuschätzen. Ja, ich würde sagen, wir sind bei 70-75%. Wir nähern uns menschlich extrem schnell an. Das würde ich sagen, sind wir schon deutlich weiter. Was das Spielerische angeht und das Potenzial, was wir da noch haben, ist auf jeden Fall noch enorm groß. Schwer in Zahlen zu fassen, aber immer mal wieder zeigen wir diese Peaks, wo wir dann hinkommen, wo wir richtig gute Leistung aufs Feld bekommen. Zeitweise hat das schon wirklich gegen Hüttenberg richtig gut geklappt, auch wenn da auch noch nicht alles perfekt lief. Aber ich muss wirklich sagen, dass die Mannschaft ganz, ganz viel Potenzial hat. Und da freue ich mich noch drauf, das mit den Jungs auszuschöpfen. Jetzt geht es auswärts weiter. Das erste Spiel steht an in Dresden. Eine Mannschaft, die ganz hoch gehandelt wird in dieser Saison. Worauf wird es da ankommen in Dresden für euch? Ja, zunächst einmal glaube ich wirklich auch, dass das eine Top-Mannschaft ist, auf die wir jetzt am Samstag treffen. Worauf kommt es an? Ja, wir müssen einfach wieder gucken, dass wir bei uns bleiben, dass wir uns auf unsere Stärken konzentrieren. Das wird vor allem wieder sein, eine gute Deckung zu stellen, gute Torhüter dahinter zu haben und dann ins Tempospiel zu kommen. Dresden hat gestern noch gespielt. Das heißt auch, dass die Belastung für sie sehr hoch war, auch 1-2 Verletzte noch mit dabei. Das heißt einfach für uns, wir müssen unglaublich viel aufs Tempo drücken, um auch wirklich das Bollwerk, was sie hinten in ihrer 6-0 haben, vielleicht auch zeitweise zu umgehen, phasenweise zu umgehen. Und dann geht es einfach darum, sie nicht ins Tempospiel einzuladen, also wirklich wenig technische Fehler zu machen, viel Verantwortung für den Ball zu haben und dann, ja klar, mit der nötigen Konsequenz und auch mit dem Selbstvertrauen, was wir jetzt aus dem Heimspiel mitgenommen haben, dann voll auf die Platte schmeißen und dann glaube ich auch, dass wir auch in Dresden bestehen können. Danke. Gerne.